It's caught in the crossfire. Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit einem kleinen Waffentest wieder. Und zwar hier mit dieser hier, Artions Epilogue. Die muss jetzt erstmal leveln. Das heißt, Synthese habe ich schon reingeknallt von Benji, die habe ich noch am Laufen. Ich zeig's nochmal hier. Da ist die Primärwaffentelemetrie. Läuft noch ein paar Minuten. Jetzt haue ich wieder Lichtpartikel durch. 15 Stück erstmal. So, dann gucken wir mal nach, was schon gereicht hat. Und nicht vergessen, packt andere Ausrüstungsgegenstände auch rein, die ihr mitleveln wollt, weil Lichtpartikel leveln alles. Also hier spricht die rechte Seite, die ist auch mitgelevelt. Also die Ausrüstungssachen. So, okay, einen muss ich noch, wie vorher auch. Ich vergesse immer, also 16 Stück müsst ihr mindestens durchjagen, wenn ihr die Telemetrie aktiviert habt. Sonst ist die Waffe nicht durch. So, erstmal alles anmachen hier. So, jetzt gehen wir mal die Perks durch. Dann haben wir erstmal Orakel Disruptor. Dieser verfügt den Orakeln in der gläsernen Kammer zusätzlichen Schaden zu. Dann haben wir hier Rotpunkt-ORS, verbessertes Visier für präzises Feuern. Dann haben wir hier wahre Sicht-OV, flexibles Visier, leicht mit guter Rückstoßkontrolle, starke Zielerfassung. Dann haben wir hier Langstreckenlinse, LLS 3, milde Distanz, Zielfernrohr, gute effektive Reichweite und Rückstoßkontrolle, schwer und langsam. Dann haben wir hier Persistenz, diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Dann haben wir hier weitmündiger Magazinschacht, Nachladegeschwindigkeit, diese Waffe ist sogar noch höher. Dann haben wir hier Feldscout, erhöhte Munitionstragfähigkeit. Und dann haben wir hier noch perfekte Balance, der Rückschuss dieser Waffe ist extrem gering. Und hier noch zuletzt halb volles Glas, die zweite Hälfte dieses Magazins verursacht erhöhten Schaden. Hört sich eigentlich ganz nett an. So, hier oben steht noch, mit der Zeit wird jeder Epilogue zu einer Fortsetzung. So sieht sie aus. Eigentlich ganz nice, natürlich die Meister Edition beim Templar bekommen. So, jetzt gehen wir hier los und schießen mal ein paar Kabale und Wächs ab. Hoffen mal, dass sie da sind und nicht ganz geklaut werden von denen, die hier gerade rumfahren. Aber ich glaube, ich habe noch eine gute Chance, ein paar Kills hier zu machen. Es ist, wie gesagt, nur ein kleiner Feldtest wieder im PvE. Boah. Leere Schaden ist natürlich auch aktiv. Beziehungsweise Waffe hier mit bei. What? Schießt ziemlich schnell, wie man sieht. Ist natürlich auch ziemlich schnell leer. Aber sie kann sich sehen lassen. Gucken wir mal, was anmachen hier nochmal. Hier nochmal perfekte Balance. Aber viel sehen tut man da dann eh nicht. Aber natürlich leere Schaden natürlich auch super Sache. Habe ich schon ganz vergessen zu erwähnen eben. Aber jetzt kann ich natürlich gerade hier keine Wechsel abschießen, schade. Da kommen sie. Wo ich schon von rede. So, komm mal hier. Also PvE ist die, glaube ich, echt super, ey. Boah, hat was. Aber ob das dann im PvP gut ist, die Waffe, ist fraglich, werde ich sehen. Ich meine, die hat viele Schuss drin, aber die zieht natürlich dementsprechend nicht so viel. Da kann man direkt mal schnell sterben, wenn man Gegner hat, aber PvE, ey. Wenn man immer trifft, ist die echt gut. Distanz nicht so gut, verzieht ein bisschen, muss ein bisschen hinterher, dass man die wieder justiert, beziehungsweise wieder stabil kriegt. Aber sonst ist sie ganz okay. Ja, würde sagen, das wird auch, reicht auch erstmal so. Schön hier mit der Epilogue und dann sehen wir uns gleich im PvP wieder. Bis gleich. So, ja, Epilogue. Artions Epilogue. Dülü. Ich will, wie heißt die? Das ist ja wie eine Eisensäge. Gleicher Archetype. Ja, die ist besser, die ist besser. Und die das Visier auch ist besser. Die werden jetzt so markiert, also die leuchten hier rot. So, bin mal gespannt, wie ich abschneide mit Epilogue. Hast du sie gelevelt, oder? Ja, komplett. Mach ich immer. Ah, alles klar. Shot gechoked. Hab'n Kill. Nice, nice. Ich geh mal auf. Wo ist er? Ich werd laufen, Mate. Ach, oh. Au, 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 ich brenne.
Marek, ich habe extra einen anderen Controller jetzt. Weil der eine laggt ja bei mir heftigst. Also der ist ja broken. Nein! Oh, wieso geht auch hin? Ah, schon mal 2 Kills gemacht. Mehr als eben der Schicksalsbringer. Ah, kommt zu zweit. Geil. Hahaha. Wo ist der? Da steht da im Head-Glitch. Ist das sein Ernst? Was meinst du mit Head-Glitch? Was ist denn das? Oben runter schießen? Du siehst nur seinen Kopf. Weißt, du siehst nicht mal wirklich seinen Kopf. Er sieht dich aber. Okay. Du kannst so richtig drüber snipen. Oh, sind zu zweit drin. Sind zu zweit da drin. Scheiße, nein. Wo ist er? Nein, ich will nicht sterben. Doch. Oh, Jesus. Komm weg da. Also morgens ist für mich die Hölle PvP, wenn ich so früh morgens spiele. Und jetzt Ferienzeit, nee. Nein! Was? Weil wohl die ganzen Leute unterwegs sind hier, ne? Früh morgens? Das sind nur Cracks unterwegs, aber keine Chance. Ah, war gleich schon wieder eine Rotleitung. Nein, ich bin nicht. Oh Mann! Ja, wenn ich den Kopf nicht treffe mit Epilog, dann wird gar nichts. Also wenn ich einen Körpertreffer mache, dann war's das. Da kriege ich nicht gut durch, da die Waffe hier. Zone B verloren. Kannst du mich mal, stirb! Oh doch nicht. Muni alle. Zone B erobert. Naja. Steht da oben. In Führung! Ein bisschen gerade in die... Oh Mann, wieso häng ich denn jetzt schon wieder auf dem Scheiß da fest? Zone B ist neutralisiert. Yo, Desmond, kommst du sonst mit Titan mit? Oder irgendeiner? Führung ab. Ja, okay, kann ich an. Ich will doch mal ein paar Kills machen hier, gibt's doch nicht. Ah, gut, Kopftreffer bringe ich was. Aber ist ja logisch, ne? Vielleicht können wir gleich auch noch mal kurz in einmal Dämmerung laufen irgendwie. Mhm. Ja. Kannst du auch mal aufnehmen. Boah. Alter, der haut da noch ab, der Glückspilz hier. Alles klar. Echt jetzt? Ach nee. 11:30? Ich bin schon seit 8 wach. Ich muss meinen Wagen noch zur Werkstatt bringen. Kriegt meine Fensterscheibe. Das ist ein Zocker. Da merkst du Zocker. Geh da weg, du Kanister! Oh, gibt's nicht, jetzt komm ich hier nicht durch. Alter, was bist du für ein scheiß Superding hier? Blablabla. Ja, nichts hingekriegt, Leute. Nein, oh Gott, warte, ich hab nichts hingekriegt, ey. So, noch sind wir in Führung. Gut. Ja, ich bin PvP echt sowas im. Scheiße. Keinen Spaß. Der Teammate, du stehst neben ihm und machst zuerst nichts. Pass auf, wo wir drin sind, mehrere Leute. Gell? Ja. Oh, ja. Reingelunzt da. Ja. Ha, aber mein Bolt zufällig, das ist schon mal gut. Nein. Ah, oh, ja, kenne ich doch. So, Beutelzug ist fertig, gleich erstmal eben einsetzen, damit ich dann halt gleich die Quest weitermachen kann. Und zwar Zeitalter des Triumphs. So, zack, nächster Schritt ist was? Der Ruf des Sprecher, kehre zum Sprecher und Turm zurück. Na gut, okay. Gibt's dann schon was? Alter, bleib doch stehen da. Ich glaube, mein Controller hat eben abgespackt. Ach, der ist auch gleich leer. Ja, verpulte mir einer und ich sterbe. Zone A verloren.
Ich komme mit Warlock. Ich will die scheiß Rüstung haben und Knecht. Ich krieg schon wieder super in die Fresse hier. Der Feind hat Zone A erobert. Also einige Sachen sind ja echt schön im Weg hier, ey. Oh, diesen Rumgespringen mit 2V-Spruch kann ich auch nicht hin. Ich bin ja schon wieder tot, toll. No. Wollen Sie ja nicht angucken, was ich hier spiele. Ja. Das Geile ist auch, man weiß immer nicht, ob es... Was war das denn gerade für ein geiler Move? Ich weiß nicht, ob es Eigengranaten sind vom eigenen Team oder nicht. Das ist alles durcheinander. So, jetzt holen die auch noch auf. Das ist immer scheiße. Alles ach, jetzt drückt er mich auch noch weg hier. Ah. Ich drücke hier. Er haut daneben. Er haut daneben. Oh. Echt jetzt, Warlock? Wie geht das? Steht vor dir und du haust daneben. Er steht so vor mir, hat fast kein Leben mehr. Ich hau daneben und er killt mich so. Alles klar. Ich bringe jetzt gerade überall gegen und werde weggedrückt von irgendwelchen Hindernissen irgendwo. Ich sag gerade. Wir haben die Zone und wir stehen da drin. Aua, aua. Wieder so Waffen gekriegt. Ja. Das ist unser Dings hier, ja. Gut. Stirb! Endlich. Stirb! Ich muss nachladen, ey. Mein Ernst. Komm hier mal hier. Spring doch mal da hinten hin. Mach die Welle. Nein. Ah. Macht doch so keinen Spaß. Wo ist er? Ah, komm. Gott, ich glaube, Mau hat die Blickempfindlichkeit runtergeschraubt. Nee? Oh mein Gott, das ist ja voll langsam auf 10. Voll schlimm. Zone A neutralisiert. Zone B verloren. Zone A ist sicher. Oh, ich hab einen Nahkampfkill. Yeah. Mann! Wenn man die leere Flammen ankommt von einem Gewehr, da kriegen wir Angst. Das ist nicht, aber reicht nicht aus. Euer Sieg gibt der Stadt Hoffnung. Komm nicht zu zweit. Na, zumindest gewonnen. Bester Move. Ja. Hast du noch Predits Zeitmesser, oder? Ja, genau. Ist die noch? Mal gucken, letzter Platz, bester Move wieder. Ja, mega gut. Naja, Pech gehabt. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.